Servus Leute, ich bin Satabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Heute gibt es die erste Episode zu den Winter-Transfer-News. Die meisten von euch werden wahrscheinlich wissen, dass ich das Ganze auch im Sommer immer gemacht habe. Die kleine Serie bestätigte Transfers und Gerüchte. Und das werden wir jetzt natürlich auch wieder weiterführen, denn er ist der Erste. Heute ist Neujahr. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. 2019 werden wir natürlich gemeinsam wieder Gas geben. Ich freue mich riesig und ich wünsche euch einfach nur das Beste, dass ihr eure Ziele erreicht. Das habe ich auch gestern schon gesagt, falls ihr es verpasst habt, das Video. Und unsere Leidenschaft im Fußball werden wir natürlich weiterhin nachgehen und deswegen schauen wir uns heute auch die ganzen News an. Wer könnte wechseln? Weil ab heute ist eben, wie schon vorhin bereits erwähnt, das Transferfenster geöffnet und ich denke, im Winter könnten auch viele krasse Spieler wechseln. Das Ganze werden wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen beobachten. Da werde ich euch up to date halten. Und wenn euch das Ganze gefällt, ihr das gerne weiterhin sehen möchtet, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt meinen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Und ganz, ganz wichtig ist, dass wir untereinander in den Kommentaren diskutieren. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare zu den einzelnen möglichen Transfers. Und normalerweise würden wir jetzt mit den ganzen bestätigten Transfers anfangen. Allerdings ist es heute der erste Tag, noch nichts ist über die Bühne gegangen. Das wird aber nächste Folge anders sein. Ich würde sagen, wir legen los mit den ersten Gerüchten. Und falls ihr euch denkt, Tabako, was ist heute los mit dir? Gestern war eine lange Silvesternacht, denke ich bei den meisten von euch auch. Und deswegen ja, ist man nicht ganz so fit. Unser erster Spieler ist Ramsey. Der gute Mann von den Gunners könnte seinen Verein im Winter verlassen. Juventus scheint der Top-Favorit zu sein. Der Transfer ist eigentlich auch schon so gut wie fix. Er wird laut Medien einen Unterschriftsbonus von 13 Millionen Euro erhalten. Das ist sehr viel Geld, dazu ein Jahresgehalt von 10 Millionen Euro. Da sind wir gespannt, ob sich die alte Dame mit dem verstärken wird, aber scheint ziemlich sicher zu sein und wir gehen rüber zum nächsten Kandidaten. Und das ist der Spanier namens Firpo. Der Mann von Betis ist auf der Linksverteidigerposition diese Saison wirklich bärenstark. Er hat auch schon 2 Informs bekommen. Und by the way, habe ich hier auch übrigens kleine Winter-Upgrades rein integriert. Da könnt ihr auch gerne mal Feedback geben, was ihr davon haltet von den Ratings. Und Manchester City als auch Real Madrid scheinen sehr, sehr interessiert an dem zu sein. Da könnte auch zwischen 20 und 25 Millionen Euro kosten. Und für Real Madrid könnte das ein Nachfolger für Marcelo werden. Da bin ich gespannt, was da passieren wird. Ist ein guter Mann. Wir gehen rüber zum nächsten. Wir bleiben da in der spanischen Liga. Hier ist die Rede von einem sehr erfahrenen Uruguayer namens Godin. Sein Vertrag läuft im Sommer ab. Das ist für die meisten Vereine immer nicht ganz so lecker, weil ihr müsst euch überlegen, ihr habt da einen Spieler, der bekommt ein Jahresgehalt meinetwegen von 6, 7, 8 Millionen. Ist zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber am Ende will man trotzdem, falls er irgendwann geht, ein bisschen was dazugewinnen. Und für einen Godin, auch wenn er schon so alt ist, könnte man bestimmt nochmal 15, 20 Millionen vielleicht rausholen. AC Mailand als auch Inter Mailand sind anscheinend interessiert. Da bin ich gespannt, was da passieren könnte. Ich werde euch auf den Laufenden halten und wir gehen rüber zum nächsten. Hier haben wir den Engländer namens Solanke. Der Mann von Liverpool war auch schon auf dem Radar vom VfB Stuttgart. Allerdings haben sie so ein bisschen den Gleis verpasst, denn er ist auf dem Weg nach Crystal Palace. Sein Marktwert liegt bei 10 Millionen Euro. Vertrag bis 2022. Somit wird er wahrscheinlich jetzt erstmal verliehen. Und mit 21 Jahren hat er natürlich noch Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Aber aktuell reicht es nicht für die Stammelf. Wir gehen rüber zu den nächsten Kandidaten, der vielleicht aber wirklich zu VfB Stuttgart gehen könnte. Und die Rede ist hier natürlich von Philipp. Der Spieler vom BVB hat zurzeit eine bisschen schwierigere Phase, weil Paco Alcacer ist übel am Rasieren. Und ihr wisst ja, wie Dortmund zurzeit spielt. Und leider für ihn spielt er derzeit nicht in der Startaufstellung, was eigentlich vielleicht seine Ansprüche sein könnten. Und der VfB, der braucht Punkte. Sie brauchen auch vielleicht noch einen neuen Stürmer. Es gibt noch einen anderen serbischen Kandidaten, zu dem werden wir später noch kommen. Aber offensive Verstärkung wäre auf jeden Fall willkommen. Und vielleicht sehen wir einen Philipp zumindest mal bis zum Ende der Saison dann beim VfB Stuttgart. Wir bleiben noch kurz beim BVB. Und wir haben dort einen weiteren Kandidaten, der nicht unbedingt jedes Spiel von Anfang an spielt. Und die Rede ist hier von Christian Pulisic. Der Mann aus der USA, welcher auch kroatische Wurzeln hat, ist bereit, im Winter seinen Verein zu verlassen. Und der Grund ist logischerweise, dass er einfach nicht so viel spielt, weil dort eben ein Engländer gekommen ist namens Sancho. Und der rasiert die Bundesliga, ist einer der krassesten Talente, die es zurzeit gibt in Europa. Und für Pulisic könnte man aus Dortmunder Sicht, vor allem weil sie auch sehr wirtschaftlich denken, sehr viel Geld nochmal einnehmen. Es ist auch was Kurioses passiert, denn der Ex-Teammate von Christian Pulisic, glaube ich aus den USA, hat auf Instagram gepostet, dass er sich freut, ihn im Trikot von Chelsea zu sehen. Und das finde ich schon sehr, sehr komisch. Zumal es auch irgendwie gar nicht intelligent war von dem. Außer vielleicht, es war Neujahr um 0.30 Uhr und der hat sich ein paar Bier reingehauen. Dann könnte ich das vielleicht verstehen, aber Digga, was ist los? 50 Millionen Euro sollen im Gespräch sein. Chelsea, Pulisic, was haltet ihr davon? Findet ihr, das wäre ein guter Transfer? Jürgen Klopp würde ihn auch gerne verpflichten, soweit ich das weiß. Aber ob er jetzt noch bis zum Ende der Saison bei Dortmund bleibt, ist ein bisschen zu bezweifeln. Ich bin da wirklich gespannt, was mit dem passieren wird. Weil er hat wirklich Potenzial ohne Ende, aber Dortmund holt sich eh sowieso immer krasse Spieler. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Sie haben echt ein krasses Scouting-Team. Und apropos Talente, junge Spieler. Bayern München hat auch einen Spieler an der Angel. Und zwar Hudson Odoi, der Kollege von Chelsea. Hätte natürlich auch ein Upgrade verdient. Ist brutal talentiert. Und Bayern hat nicht umsonst jetzt ein Auge auf den geworfen. Und nicht nur das, sondern sie haben auch schon ein Angebot abgelegt. Und das müsste eigentlich schon das zweite sein. Sie haben es erhöht auf 22 Millionen Euro. Chelsea will vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich bin gespannt, ob der 18-Jährige am Ende an die Sehnerstadt
Straße ziehen wird. Wäre ein sehr interessanter Spieler. Vor allem, wenn man sich überlegt, Ribéry, Robben sind natürlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und Coman ist ab und zu mal verletzt leider. Dann haben sie noch einen Gnabry und. Aber der würde sie absolut auch verstärken. Wir gehen rüber zu Mohamed Salah. Was hat dieser Mann einfach in den letzten Jahren abgerissen? Viele hätten vielleicht gedacht, so letztes Jahr war so eine Eintagsfliege. Da hat er 32 Tore gemacht, allein in der Premier League. Dazu noch Champions League Finale. Ich habe schon so oft über den geredet. Aber er ist einfach ein Fußballwunder aus Ägypten. Übrigens hatte ich mal zu ihm auch eine Biografie hochgeladen, weil ich einfach sehr viel von ihm halte. Der übrigens auch eine sehr interessante Kindheit hatte. Und sein Spielerberater soll angeblich in Kontakt mit Real Madrid gewesen sein. Und jetzt denken sich wahrscheinlich auch viele, Salah, Real Madrid, dort ist auch Sergio Ramos und so, das würde alles nicht zusammenpassen. Aber das ist Sportfreunde. Selbst wenn die irgendwann zusammen in einem Team spielen würden, würden sie sich wahrscheinlich wieder die Hand geben, denke ich mal zumindest. Und das sind hier wirklich nur Spekulationen, aber angeblich sollen sie bereit sein, 200 Millionen Euro zu zahlen. Und bei Real Madrid lief es in der Hinrunde nicht ganz so optimal. Am Ende haben sie es noch gerade so ein bisschen hingebogen. In der Champions League zum Beispiel auch teilweise gegen ZSKA Moskau und sowas verloren. Da müssen sie vielleicht nochmal im Winter ein bisschen einkaufen. Ich persönlich halte diesen Transfer für sehr unwahrscheinlich, da bin ich auch auf eure Meinung gespannt. Aber es wird noch ein bisschen rumgesprochen, dass sie teilweise auch 52 Millionen Euro zahlen wollen, plus ein Lucas Vazquez, plus ein Keylor Navas und zum Schluss noch ein Isco. Dieses Viererpaket quasi, mit dem Geld eingerechnet, wäre natürlich eine krasse Sensation. Und wenn man sich überlegt, für Liverpool wäre das natürlich auch gar nicht so verkehrt, aber man will niemals einen Salah abgeben. Bitte nicht Liverpool. Und nun gehen wir rüber zu Mats Hummels, der Spieler vom FC Bayern München. Hat dieses Jahr nicht unbedingt seine beste Saison gespielt. Bei der WM hat das Ganze schon so ein bisschen angefangen, aber in der Hinrunde hat er in der Liga nur 9 Ligaspiele bestritten. Und das ist eine Zahl, die natürlich nicht für ihn spricht. Er war öfter auf der Bank, als er gespielt hat. Hat natürlich vor sich einen Süle, der in meinen Augen der beste Innenverteidiger vom FC Bayern München zurzeit ist. Und eben einen Boateng, wobei der jetzt aktuell auch nicht in seiner besten Form des Lebens ist. Eher im Gegenteil sogar. Beschäftigt sich gerade aktuell mehr mit Magazinen und. Den habe ich auch übrigens beim Luciano-Konzert getroffen. Da sind wir auch gespannt, wird er vielleicht zu Chelsea gehen? Bayern sei angeblich interessiert, ihn gehen zu lassen ab 33 Millionen Euro. Hummels ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste, aber ich denke, wenn man 33 Millionen Euro bekommen könnte, wäre das gar nicht mal so verkehrt. Übrigens wollte auch im Sommer jemand Boateng kaufen. Ich weiß nicht mehr, ob es United war oder City oder sowas. Die haben, meine ich, auch sogar 45 Millionen Euro geboten. Da hätte man ihn vielleicht auch schon ziehen lassen können. Wenn Hummels allerdings zum Beispiel gehen sollte, brauchen sie logischerweise Verstärkung. Und da eignet sich natürlich der Hernandez von Atletico Madrid. Ich denke, viele von euch werden es vielleicht schon mitbekommen haben, dass es da ein paar Gerüchte gibt, dass Hernandez vielleicht zu Bayern München gehen könnte. Er hat einen laufenden Vertrag bis 2024. Das sind noch 5 Jahre bis dahin. Somit wird er natürlich richtig teuer. Er hat eine Kaufoption von 80 Millionen Euro. Besser gesagt Ausstiegsklausel. Das ist ein Batzen Geld und Bayern ist nicht dafür bekannt, dass sie so viel Geld für einen Spieler ausgeben. Und vor allem nicht für einen Innenverteidiger, weil normalerweise sind die ein bisschen günstiger als die Stürmer. Ob das Ganze jetzt passieren wird, steht noch in der Luft. Es ist noch nicht abgeschrieben. Bayern hat bald ein Trainingslager am 4. Januar in Doha und es gibt das Gerücht, dass er eben dort schon mittrainieren könnte. Da bin ich auch mehr als neugierig, ob sich da irgendwas tun lässt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie für einen Innenverteidiger 80 Millionen Euro zahlen. Jetzt gehen wir rüber zu dem vielleicht größten Mittelfeldtalent, den es zurzeit unter 21 Jahren gibt. Und die Rede ist hier von Frankie de Jong. Der Mann von Ajax Amsterdam, ich denke, viele von euch kennen ihn auch, hat mittlerweile einen Marktwert von 60 Millionen Euro. Er ist wie gesagt 21 Jahre alt. Mega talentierter Spieler, Riesenpotenzial. Ich denke, aus dem könnte wirklich was Großes werden. Und was wirklich bewundernswert ist, ist zum einen natürlich die Talentschmiede von Ajax Amsterdam. Die hauen schon seit mehreren Jahrzehnten immer wieder krasse Talente raus und das wirklich konstant. Und zum anderen muss man sich überlegen, was hat Holland bitte für eine krasse Jugend? Frankie de Jong könnte Barcelona 75 bis 80 Millionen Euro kosten. 60 Millionen wäre Ajax angeblich zu wenig. Anscheinend hat er schon einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Das könnte in den nächsten Tagen oder heute Abend schon offiziell werden. Der Transfer ist so gut wie durch. Wir sind gespannt, Leute. Wir bleiben jetzt kurz bei den Talenten. Gerade eben hatten wir eines der besten holländischen Talente am Start. Jetzt gehen wir rüber zu den vielleicht besten deutschen Talenten. Und hier geht es um Kai Havertz von Leverkusen. Der gute Kai hat einen Vertrag bis 2022, hat allerdings keine Ausstiegsklausel, was vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, außer sie hauen da 100 Millionen drauf. Ich denke, man kann sagen, was man will, aber in seinem Alter ist er schon bereits der beste Offensivmann von Leverkusen. Und Bayern München hat anscheinend auch ein wenig Interesse, ihn zu verpflichten. Ich bin der Meinung, dass er auch sehr gut ins Team passen könnte. Und wenn Bayern München ein gutes Angebot auf den Tisch legt, könnte theoretisch der Transfer über die Bühne gehen. Ist natürlich auch nur ein Gerücht, wir wissen nicht, was passieren wird. Und wir gehen nun rüber zu Manchester United, zu Darmian. Der Italiener auf der Linksverteidigerposition kann auch auf rechts spielen. Sie müssten wahrscheinlich ungefähr 10 Millionen Euro zahlen. Bei United spielt er überhaupt keine Rolle eigentlich. Und es ist vielleicht auch mal an der Zeit, den Verein zu wechseln. Ich denke, bei Lazio könnte er viel spielen. Jetzt gehen wir rüber zu einem Ex-Bundesliga-Spieler, der auf dem Radar von Leipzig war und sein Name lautet Hakan Calhanoglu. Vor 1-2 Tagen gab es das Gerücht, dass Leipzig eben 15 Millionen Euro bereit wäre zu bieten, um den Spieler von AC Mailand zu verpflichten. Er dementiert das Ganze, ist nicht unbedingt interessiert an den Transfer und meinte auch, obwohl Gattuso ihn ab und zu mal schimpft, dass er ein sehr gutes Verhältnis hat,
hat und gerne dort bleiben würde. Ich denke, das kann man so stehen lassen und wir gehen rüber zu den letzten möglichen Transfer dieser Episode. Und das ist der Serbe von Olympique Marseille namens Radonjic. Er hat komischerweise, obwohl er im Sommer gewechselt ist, überhaupt keine Ultimate Team Karte. Deswegen habe ich hier jetzt selber eine erstellt. Er war allerdings letztes Jahr bei der WM am Start, sprich bei dem FIFA 18 WM-Modus. Und zu Marseille ist er gegangen, weil er eben ein sehr großes serbisches Talent ist. Und bis jetzt konnte er noch nicht wirklich richtig zuschlagen. Vielleicht war der Transfer ein bisschen zu früh und nun scheint es Interesse von Stuttgart zu geben, dass sie ihn bis zum Ende der Saison ausleihen könnten. Das habe ich vorhin schon erwähnt, VfB braucht offensiv ein bisschen Kraft, ein bisschen Power nach vorne und würde sie absolut zu 100%ig verstärken. Das sind die Gerüchte des heutigen Tages. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, Leute. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den ganzen Transfers haltet. In der nächsten Episode wird es wahrscheinlich schon die ersten Bestätigungen geben. Da bin ich mal gespannt und dann sehen wir uns morgen beim Stream um 15 Uhr. Schaltet gerne ein. Haut's rein, bis zum nächsten Mal, euer Tabak. Ciao.